Russland kappt nach dem Rauswurf von 8 Mitarbeitern die Verbindungen zur NATO. Verteidigungsminister Sergej Lavrov sagte in Moskau, dass die Vertretung am NATO-Hauptquartier in Brüssel geschlossen werde. Zusätzlich dürfe auch die NATO-Militärmission ab 1. November nicht mehr in Moskau arbeiten. Das hat Lavrov angekündigt. Zuvor hatte die NATO 8 russischen Mitarbeitern wegen Spionagevorwürfen die Akkreditierung entzogen.